Herzlich willkommen auf meinem Mundikuli-Channel. Ich bin's euer Laser und heute kommt ein Video mit ein paar Sachen. Ich werde heute ein bisschen mehr Sachen dran nehmen und zwar aus allen möglichen Sachen. Es kommt einmal was übers Ladegerät, es kommt was zur Autopflege oder Reinigung besser gesagt, es kommen Neuigkeiten etc. Alles auf einmal in ein Video. Dürfte jeden ja, interessieren. Ne? Für jeden ist was dabei, also dranbleiben und wir legen los. Wir fangen an mit dem Thema Ladegerät. Ich habe ja ein Video darüber gemacht, viele wissen es vielleicht. Ne? Einfach mal IMAX eingeben und dann seht ihr. Das Ding ist, ich kriege immer wieder Nachrichten unter das Video. Die Fälschung, die ist absolut in Ordnung, die ist absolut identisch wie das Original. Es funktioniert alles genauso und die Bauteile sind auch alle gleich und bla 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 bla. Wisst ihr, das ist wie so ein Mensch, der ist todkrank, ne? Man sieht es ihn aber von außen nicht an und dann sagt man zu ihm, der Typ ist gesund. Ne? Woher wollt ihr das wissen? Ne? Steckt die hier drinnen? Ne? Wisst ihr, ich wollte auch nur mit dem Video zeigen, dass die Fälschung, ne, einfach schlechter von den Bauteilen ist, schlechter verarbeitet ist und eine andere Software drauf ist. Gegenüber dem Original. Bei dem Original ist alles super verarbeitet, super gelötet und wir haben hier die Originalsoftware drauf. Hier haben wir nicht die Originalsoftware drauf. Ne? Hat ja wohl einen Grund. Hier ist ein anderer Chip verbaut. Hat ja wohl auch einen Grund. Hier sind schlechte Bausteine verlötet worden und auch sehr schlecht verarbeitet worden. Hat auch einen Grund. Und bei der Fälschung fehlen auch noch gewisse Teile. Ne? Und mir ist es auch ehrlich gesagt scheißegal. Ne? Ich wollte es nur zeigen. Ne? Dass die Leute mich dann angreifen, zeigt wieder, dass ich mir langsam echt keine Mühe mehr geben muss, ne? Weil es einfach keinen Sinn hat. Ne? Es sind viele da draußen, die verstehen das, die sagen auch immer wieder, ey Laser, reg dich nicht darüber auf und so. Doch, tue ich aber. Ne? Und ehrlich gesagt, ganz ehrlich an die Leute, ne, wo ich mich jetzt drüber aufrege, ist, kauft euch die Fälschung und fackelt ab. Mir ist es scheißegal. Ne? Ist euer Pech. So, damit hat sich das erledigt. Musste ich mal kurz loswerden. Jeder, der sich ein bisschen im Klaren ist, ne, sein Leben zu opfern, ne, oder einen Brand in Kauf zu nehmen, der kann gerne die Fälschung kaufen. Mir doch scheißegal. Ne? Ich aber im Gegensatz will es nicht. Ne? Ich will meine Lipos laden. Ich will meine Lipos so laden, dass ich weiß, okay, sie laden auf. Ich habe ein preiswertes Ladegerät. Ne? Ich könnte mir auch für 1000 oder na gut, 1000 Euro war jetzt übertrieben, aber ich könnte mir auch für 100 oder 200 Euro ein richtig teures Lipo-Ladegerät kaufen und könnte meine Lipos damit aufladen. Aber wenn es auch günstig, aber auch gut geht, warum nicht? Ne? Und dann gibt es hier einmal diese, weiß ich nicht, diese Version, die es für 5 Euro aufwärts gibt. Ne? Wo echt die Gefahr ist, dass eure Wohnung abfackelt. Aber bitte, ne? Schlagt zu. Ich habe die Fälschung auch noch hier. Ne? Und ganz ehrlich, für die Leute, die der Meinung sind, dass die Fälschung genauso gut ist wie das Original, recherchiert doch mal selber. Ne? Seid nicht so faul und guckt irgendwelche Videos im Internet. Geht doch mal selber ins Internet und recherchiert mal, ob das wirklich so stimmt oder nicht. Ne? Anstatt euch irgendwie über jemanden, der im Video da sich voll die Arbeit macht, ne? Und alles, da einen abzulassen, ey. Naja, aber ich bin ja nicht wütend, ne? Ich scheiß da drauf. Nochmal kurz ein Einschnitt. Ich habe hier nochmal einen Kommentar. Ne? Das ist wirklich das beste Beispiel, was er da beschreibt. Ne? Und ich stimme dir absolut zu. Red Frog. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Kommen wir zum Virus 2.0. Ich habe ihn wieder fit gemacht, wie ihr seht. Ja, hier steht das gute Stück. Servos sind auch schon eingebaut. Ich werde bald mit dem fahren. Oder ich möchte bald mit ihm wieder fahren. Ich habe hier die Bluebirds verbaut. Einmal das 620 MG und einmal das 630 MG. Das 630 MG hat, glaube ich, 14,9 und das 620 hat 10. Weiß ich aber jetzt. Auf jeden Fall genug Stellkraft für das Auto und die Servos sind absolut in Ordnung. Ja. Ich möchte noch mal kurz was hier einblenden. Und zwar ist das ein kleiner Tipp von mir, weil viele das vielleicht nicht wissen, was die Stellkraft bedeutet oder wie sie das herauslesen können. So, ihr seht jetzt hier diese Nummer eingeblendet, da steht zum Beispiel 106 NCM,
Ihr könnt einfach diese 106, ne, müsst ihr einfach hinter der 6 ein Komma machen und dieses Servo hat 10,6 Kilokraft. Ne? Das ist jetzt das 620 und ja, immer wenn ihr diese Nummer seht, ne, müsst ihr einfach hinter der letzten Nummer ein Komma machen und dann habt ihr eigentlich die Stellkraft. So ist es eigentlich am leichtesten erklärt, ohne großartig rumzuwischen, um was und wie es jetzt weitergeht etc. und was das andere zu bedeuten hat. Daran könnt ihr die Stellkraft von Servo herausfinden. Die Geschwindigkeit steht ja dann sowieso drunter. Ja, ich habe hier die Carson Servos, das sind die CS6, das sind die beiden Servos, die ich in dem Rex drin hatte. Die sind beide durchgebrannt, ich habe sie auch aufgeschraubt, man kann leider nichts erkennen. Von der Verarbeitung muss ich sagen, sind sie wirklich sehr gut. Also ich habe sie aufgemacht und sie sehen technisch super aus, super verlötet. Auch hier der Kühlkörper wurde extra innen drin sogar an den Wänden gefräst, wo der Motor drin sitzt. Also ich war ein bisschen überrascht, als ich sie mir angeguckt habe, wie gut die sind. Also von der Verarbeitung her sehr, sehr echt super. Aber anscheinend taugt das trotzdem nichts. Ne? Auch wenn es so super verarbeitet ist, muss es ja auch halten und das tut es leider nicht. Sind mir beide durchgebrannt. Ich weiß auch nicht warum, kann ich euch nicht sagen. Ich habe die Funke und alles getestet und das ist alles tipptopp in Ordnung. Ja, kommen wir zum Virus 2. Ihr seht, der ist wieder blitzeblank. Ich habe den ein bisschen geputzt, ein bisschen dreckig ist er noch. Aber solange da kein Schlamm, Matsch etc. drin ist, lasse ich das so. Ansonsten ist er ja so ganz sauber. Und wir wollen heute mal den Motor testen. Dafür puste ich mal hier wieder rein. Nitro reingemacht. So, und wir wollen ja auch mal gucken, ob der noch funktioniert, der Motor. Ich habe ihn nämlich lange nicht mehr getestet. Oh ja. Ah. Ja, klingt gut, ne? Springt sofort an, echt klasse Motor. Leute, ja, habt ihr gesehen, ein bisschen Nitro reingemacht, ich habe nur minimal reingemacht und ohne Witz, Leute, der ist seit dem letzten Sommer nicht mehr angewiesen. Ich habe ein bisschen Konservierungsöl oben reingekippt, ne? Habe ein paar Mal gezogen, damit sich das schön verteilt im Motor. Ja, und seitdem stand er so im Schrank, ja, und ja, ihr seht, läuft die Kiste, läuft. Ja, ich nehme den kleinen Glühkerzenstecker, weil der Schaft hier ein bisschen dünner ist und ich habe ja so intelligent den Käfig hier vor die Öffnung gebaut. Da passt leider nur der drauf, aber läuft, echt klasse, springt sofort an, geil, richtig geil. Ich finde daher den LRP Motor wirklich super, super geil, also der ist wirklich klasse, echt ein zuverlässiger Motor, ich liebe ihn. Jetzt zu einer Frage, und zwar hat mich jemand gefragt, wie ich es immer hinkriege, dass die Autos so gut aussehen. Ich will das jetzt, ich habe jetzt nur die Frage formuliert, ne? Ich sehe das eigentlich, naja, es geht, ich pflege meine Autos ziemlich gut, das tut aber glaube ich mal jeder. Wie auch die Plastikteile immer so aussehen, als wären sie nagelneu. Dazu kommen wir jetzt, und zwar möchte ich euch das zeigen. Wir packen mal den Virus weg, ich wollte euch mal zeigen, dass er wieder fertig ist. Ne, alles schön mit Elektrik verbaut ist, neuer Luftfilter eingesetzt worden ist. Das ist übrigens ein Schlechtwetterfilter. Und einfach mal bei Google, ne, oder bei eBay eingeben, RC Schlechtwetter Luftfilter 1:8. Ne, dann kriegt ihr die und die liegen so zwischen 3 bis 6 Euro. Und teilweise ist da auch noch eine kleine Ölflasche mit bei. Ne. Achso, da habe ich noch was gemacht. Ich habe die Karo von innen mit Alu geschützt, damit die heil bleibt und mir keine Kratzer hier entstehen durch ewiges Abnehmen oder Raufpacken. Ja, habe ich mit einer Magnethalterung gemacht und wie ihr seht, passt sie ja perfekt. Den werden wir bald wiedersehen. Ich freue mich schon tierisch, den wieder auf der Straße zu sehen. Kommen wir jetzt zu was richtig Coolen. Ich werde euch heute ein paar Pflegetipps geben und zwar zu, wie macht ihr eure Autos sauber. Ich habe damals schon ein paar Videos gemacht, die könnt ihr euch einfach angucken auf meinem Channel, einfach auf der Suchfunktion auf der kleinen Lupe klicken und einfach mal eingeben, RC waschen oder waschen einfach oder putzen
ne? Alles, was so mit Reinigungswörtern zu tun hat, einfach mal eingeben. Und dann tauchen da so ein paar Videos auf, wo ich gezeigt habe, wie ich meine Autos sauber mache. Ich wende diese Fähigkeit nur an, wenn die Autos total vermatscht sind. Problem ist bei Matsch, ne, wie ihr selber wisst, Matsch ist Sand. Und ganz feiner Sand kommt an eure Kugellager ran und dann ist das wie Schmägelpapier. Versteht ihr? Und deswegen mache ich immer die Methode, wenn es so weit kommt, vom Verdreckigungsgrad, also sprich, wenn ich nur auf der Straße fahre oder so und der so leicht staubdreckig ist, dann mache ich ihn so sauber. Ne? Aber fahre ich mal so durch ein bisschen Matsch oder durch Gras etc. und da ist ein bisschen dreckiger und alles, dann nehme ich das Auto, wie auch in dem Video, mache meistens den Motor ab oder schütze den Motor, stelle ihn unter die Dusche und spritze einmal drüber. Ne? Ich empfehle meistens, die Servos auszubauen. Wenn es wasserdichte Servos sind, könnt ihr sie drinnen lassen. Aber ich empfehle trotzdem, die Servos auszubauen. Ne? Elektrik und Wasser passt einfach nicht zusammen. Egal ob Wasserresistenz oder nicht. Elektrik ausbauen, unter die Dusche. Und jetzt fragen sich immer viele, welches Reinigungsmittel benutzt du, Laser? Ich habe das von dem grünen Frosch genommen. Wichtig ist, fragt einfach mal nach, Fettlöser und Schmutzlöser. Gibt's vom grünen Frosch, ist auf Biobasis. Ne? Das ist mir immer wichtig, weil wenn ich sowas in der Wanne stehen habe und das einsprühe und dann abspüle, dann muss ich ja nicht noch Chemikalien mit in den Abguss. Da zusätzlich belastend. Daher benutze ich da immer einen Bioreiniger und ich habe den von dem grünen Frosch, ne? Da ist so ein kleiner grüner Frosch drauf, mir fällt die Marke jetzt gerade nicht ein, immer benutzt, auch in den Videos und ihr seht ja, wie sauber der Wagen aus der Dusche kommt. Danach, ne? Viele sagen immer, ah, Dusche ist nicht so gut, kann ja rosten, ne? Oder manche gehen ja auch mit in die Autowäschanlage und machen mit einem Hochdruckreiniger. Ich mache das aber meistens dann so, dass ich den Wagen hinstelle, dann schraube ich die vordere und hintere Achse ab, das mittlere Differential, den Motor und mache diese ganzen einzelnen Bauteile ab und reinige und warte sie auch gleichzeitig. Das heißt, ich mache neues Öl rein, ich gucke mir die Stoßdämpfer an und öle die und alles etc. Und dann, danach, kommt eine Geheimzutat. Wir haben hier ein Plastikteil, ich habe das jetzt mal zur Veranschaulichkeit hier in der Hand. Und seht euch mal dieses Plastikteil an, so sehen bestimmt auch eure Autos aus. Es sieht einfach alt aus, ne? Es sieht alt aus, es ist nicht dreckig, es sieht nur alt aus. Seht ihr das? Es sieht alt aus, ich habe hier nochmal ein anderes. Hier, das sieht einfach alt aus, ne? So, und jetzt möchte ich euch was zeigen. Diese beiden Teile, ne? Die alt aussehen, habe ich hier nochmal. Und zwar sehen die aus wie neu. Ne? Könnt ihr das sehen? Die sehen aus wie neu. Ne? Gut, die Kratzer und Spuren hier vom Auspuff und so, das kriegt man nicht weg. Ne? Aber ansonsten sieht dieses Teil doch tausendmal besser aus als das, oder? Und das habe ich auch hier mit der anderen Seite von dem Teil. Guck mal an, das Plastik hier auf der Seite sieht aus wie neu. Und das hier sieht einfach nur dreckig und schmutzig aus. Ja, wie habe ich das gemacht? Dafür gibt es ein, ja, ich sag mal, Geheimzutat. Viele wissen es vielleicht, viele auch nicht. Viele benutzen auch WD-40 oder etc. Das ist eine Möglichkeit. Das Problem ist bei WD-40, finde ich, es ist zu ölig. Ne? Und bei dem Reinigungsspray hier, was ich benutze, ist das eben nicht der Fall. Und zwar haben wir hier einfaches, stinknormales Silikonspray. Und kein Witz, Silikonspray ist wirklich göttlich, ne? Weil das Tolle an Silikonspray ist, es ist wasserfest und es konserviert Plastik. Das spricht, ihr behandelt das Plastik damit und dann ist das konserviert, ne? Und schützt sogar, ne? Und ihr seht das, das sieht echt super aus. Und der zweite Vorteil ist, eure Stoßdämpfer, diese Gummis oder auch am Vergaser das Gummi, wenn ihr das damit einsprüht, dann bleibt das auch schön elastisch und wird nicht brüchig. Oder beim Luftfilter, der kleine Krümmer da, ne, das kleine Gummistück oder am Auspuff das Gummistück. Wenn ihr das damit einsprüht, bleibt das schön geschmeidig und wird nicht brüchig und so. Und das benutze ich schon seit Jahren und damit sehen meine Autos einfach aus wie neu. Ne. Ich möchte euch das mal hier zeigen an den alten Teil. Ich habe das so gut wie es geht schon vorgereinigt. Ne. Eigentlich sah das noch viel schlimmer aus. Aber ich möchte euch mal die Wirkung zeigen. Ich komme mir gerade vor wie so ein Verkäufer, aber das hier, ihr könnt irgendein Silikonspray nehmen. Ihr müsst nicht dieses kaufen, ihr könnt auch irgendein anderes nehmen. Ne? Ich zeige euch jetzt mal die Wirkung. Ich sprühe das hier vorsichtig ein, nehme meinen Lappen und wische und massiere das so mäßig hier ein, indem ich das hin und her wische. Und ihr seht hier schon die Wirkung. Oh, meine Cam kommt damit nicht klar. Und guckt euch das an. Ne? Ich habe jetzt nur diesen Bereich hier eingeschmiert. Und ihr könnt hier an dem Stück noch sehen, könnt ihr das sehen,
und plötzlich wird es wie neu. Ne? Hier oben alt und wie neu. Und ich mache jetzt mal diesen einen Teil hier nur, damit man den Unterschied sehen kann. Schön einmassieren. Das ist jetzt nur grob, ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel, was ich hier mache. Ihr könnt euch da viel mehr Zeit lassen. Aber ich möchte euch das mal zeigen, das Ergebnis. Ich glaube, das spricht für sich, oder? Das spricht doch für sich. Hier schön konserviert und sieht aus wie neu. Und hier alt und grau. Ja, das ist mein Tipp. Damit könnt ihr alles machen. Also wirklich, damit könnt ihr echt alle eure Plastikteile am Auto behandeln. Und empfehle ich euch auch, weil wenn ihr es damit behandelt habt, dann werden die Teile auch nicht wieder so schnell dreckig. Gut, Matsch und Dreck kommt immer drauf, ne? Aber ihr kriegt das leichter gereinigt, ne? Und das sah man jetzt auch beim Virus. Ich musste beim Virus nur mit dem Lappen kurz mal rübergehen und alles. Ja, und schon war der Schmutz weg, ne? Das ist mein Tipp. Einfach Silikonspray. Super Zeug. Könnt ihr euch auch noch überzeugen, in dem, was das alles kann. Ich halte mal hier rein. Und da können wir auch sehen, schützt und imprägniert Kunststoffe und Gummis. Ne? Leder, Metalle etc. könnt ihr eigentlich für alles nehmen. Könnt ihr sogar als Schmiermittel nehmen. So, kommen wir zur zweiten Überraschung. Tada! Ja, er ist immer noch so riesig, dass er hier gar nicht raufpasst. Aber, Leute, ich habe den Virus das Tee wieder heil gekriegt. Und wie ihr seht, funktioniert er wieder einwandfrei. Ja, ist wieder heil, picobello, alles in Ordnung. Und der Stoßdämpfer hat sogar nichts abgekriegt. Es sah aus auf dem einen Video, als wäre er leicht verbogen, aber war nicht der Fall. Die Seite ist wieder absolut, absolut in Ordnung. Und somit ist der Virus ST auch wieder bereit für die Straße. Und ich freue mich tierisch. Ich habe hier die Funke eingebaut. Und die möchten wir auch mal kurz testen. Wir haben hier die Carson-Funke. Und ich schließe jetzt mal kurz hier den Akku an, um euch das zu demonstrieren, dass hier alles noch in Ordnung ist. Mit dem Z. Aber wir haben es ja schon beim Rex gesehen, da ist alles tipptopp. Ich schalte ein, sofort die Anzeigen werden angezeigt und alles in Ordnung. Die Funke funktioniert einwandfrei. Und ich kann euch nicht sagen, woran es lag auf den einen Platz, wieso hier die Funke ausgefallen ist. Ich kann mir echt nur vorstellen, dass dieser Sendemast damit was zu tun hatte. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären. Hier funktioniert alles einwandfrei und beim Rex hat auch alles super funktioniert, bevor die Servos natürlich sich verabschiedet haben. Aber hier, wie gesagt, hier funktioniert alles astrein. Der FaceSafe war übrigens bei der Funke deaktiviert. Ihr müsst immer wieder überprüfen. Ich weiß nicht wieso, aber der FaceSafe bei der Funke war nämlich deaktiviert. Jetzt habe ich den nämlich nachträglich aktiviert. Ich ziehe raus. Zack, und der FaceSafe reagiert sofort. Sobald ich den Akku wieder reinstecke in die Funke und die Funke einschalte, zack, habe ich sofort wieder Kontrolle. Ne? Also FaceSafe funktioniert. Hat vorher nicht funktioniert, keine Ahnung, was da los war. Habe ich vorher extra eingestellt. Aber es kann auch sein, dass ich immer die Modelle so oft wechsle und den Empfänger ausbau, einbau und so, dass ich vielleicht den FaceSafe da deaktiviert habe, weil wenn ihr ein anderes Servo zum Beispiel anschließt oder ein anderes Modell habt, wo das Servo vielleicht andersrum eingebaut ist oder ihr zum Beispiel ein Elektrosystem anschließt, dann ist meistens der FaceSafe genau andersrum. Ne? Und deswegen habe ich den wohl eventuell wieder deaktiviert. Kann passieren. Ne? Ja, immer aufpassen. Wie gesagt, ne? Kann jedem passieren. Ja, witzigerweise, ich habe mir das Ersatzteil bestellt, nach dem Crash, wo es passiert ist. Und witzigerweise, ich habe eigentlich nur zwei bestellt, habe aber vier bekommen. Frag mich nicht warum. Ich habe vier Stück bekommen, habe aber eigentlich nur zwei gekauft. Die haben mich 5 Euro gekostet. Also ich habe vier Stück für 5 Euro bekommen. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war oder so, aber auf jeden Fall habe ich jetzt noch drei von denen. Einen habe ich beim Terrier verbaut, einen habe ich hier verbaut und habe hier noch zwei nagelneue übrig. Und ja, sind super. Ne? Also kann ich nochmal gegen Zaun datschen. ja, wir werden natürlich auch uns den Kyosho-Motor nochmal anhören. Ja, ist mein letztes Tornado. Ich konnte ja den mit dem Virus ST letztes Mal nicht fahren. Gab es ja sofort den Crash. Deswegen hatte ich den noch übrig. Ich habe noch ein bisschen was, das muss ich aber auch noch verditschen. Jetzt gucken wir mal, ob er hier anspringt.
Wunderbar, Leute. Wunderbar. Gleich beim ersten Mal. Ey, krass, ne? Aber ich muss sagen, der Kiosk und der LRP, die hauen mich um, ne? Die hauen mich um, ne? Hier heißt es draufsetzen, Hebel in die Hand. Na? Oh, jetzt hat er eine kleine Fehlzündung. Ah, hab den Gashebel zu weit aufgedreht gehabt. Da. Und springt sofort an. Ja, ich liebe die Autos, oder besser gesagt die Motoren. Die Autos natürlich auch, aber die Motoren sind echt super. Ja, Leute, der ist auch wieder einsatzbereit. Und wer zugesehen, auch wieder auf die Strecke kommen. Ich werde ihn auch wieder mit der Funke testen, mit der Carson werde ich ihn benutzen. Ich hoffe, dass das Problem nicht nochmal auftritt. Und ich werde jetzt auch vorher das immer so machen, Leute. Ich habe mir da jetzt ein Sicherheitssystem überlegt. Ich werde den Wagen jetzt immer in der Luft schweben lassen, sprich ich werde ihn auf den Karton stellen, anmachen und werde ihn sowieso erstmal warm laufen lassen und teste in der Zeit auch die Funke und benutze die ganzen Funktionen. Sollten da schon Schwierigkeiten auftreten, das Lenkservo spackt ab oder das Bremsgasservo spackt ab, dann höre ich sofort auf, dann fahre ich erst gar nicht mit dem Auto. Das ist jetzt meine Sicherheitsregel. Eigentlich habe ich das auch vorher immer im Stand gemacht, ich habe aber auf so Zuckungen nicht geachtet, ne, weil das kann immer mal passieren. Aber jetzt bin ich vorsichtiger geworden. Ich habe auch nochmal alles eingestellt, ordentlich und so. Und dieses Problem wird nie wieder auftauchen. Ja, das war es eigentlich schon wieder zu dem jetzigen Video. Noch was kurz zu RC Freak 1008. Ich gratuliere dir natürlich für die ganzen Abonnenten, die jetzt zu dir gestoßen sind. Und Leute, seid einfach nett zu ihm. Er ist einfach ein korrekter Junge, muss ich sagen. Er ist wirklich in Ordnung. Und ich finde immer so diese Beleidigung und so alles, das muss nicht sein. Ne? Besucht auch nochmal seinen Channel. Er hat da von mir ein paar Unterschriften gekriegt und er macht da gerade so ein Gewinnspiel. Und ja, falls ihr Interesse habt an einer Unterschrift von mir, weshalb auch warum und wie immer, dann könnt ihr euch die da durch ein Gewinnspiel ergattern, sage ich mal. Ergattern. was ich noch dazu sagen möchte ist, ich werde in der nächsten Zeit auch keine Unterschriften mehr geben. Das heißt, die Unterschriften, die er da hat, sind exklusiv. Und ja, ich denke, das war es dann auch erstmal von der Seite. Mit einem Treffen, ich bin am Überlegen, wie und wo und was und wie man das organisieren soll und etc. Wir müssen mal gucken, vielleicht gebe ich einfach nur Preis, wo ich gerne fahre. Und dann gucke ich einfach mal, wer da alles hinkommt. Ja, und jeder, der da ist, der kann halt mit mir rumfahren. Wir müssen mal gucken, wie das ablaufen wird, sobald der Roller wieder fit ist. Wird sich da bestimmt schon was ergeben. Ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich konnte so ein paar Fragen beantworten. Und das mit dem Ladegerät, seid mir nicht böse, aber irgendwann nervt es mich. Und dann sage ich einfach meine Meinung. Ne? So, und das ist am Anfang des Videos passiert. Wer das nicht verkraften kann, selber schuld. Ne? Ist mir aber auch egal. Ne? Es geht mir einfach nur darum, dass ich zeigen wollte, dass das Produkt schlecht ist. Ne? Dass da eure Sicherheit auf dem Spiel steht. Und ja, für die Leute, denen das egal ist, ja, dann ist das halt so. Ne? Aber naja, genug geredet. Ich bin's, euer Laser. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss.